volle Zwinger und Käfige im Tierschutzzentrum Duisburg. Viele Tiere suchen ein neues Zuhause. Die Situation im Tierheim ist schwierig, da der Platz knapp ist. Nicht nur Hunde und Katzen sind betroffen. Auch Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel warten auf eine Adoption. Ja, ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt schon höhere Tierzahlen als im Vergleich vom letzten Jahr. Katzen sind jetzt schon Ende. Wir wissen nicht mehr wohin. Wir haben über 170 Katzen aktuell heute. Und dann kommen dazu, dass die Hundebereiche ebenfalls sehr voll sind und selbst der Kleintierbereich quillt über. Also wir haben im Moment echt eine Situation und dann dazu das Sommerfest. Das heißt also, das Personal muss jetzt erstmal auch zeitgleich auch die Tiere mit versorgen, was ja unsere Hauptaufgabe ist. Aber ja, dadurch erhoffen wir uns auch den einen oder anderen, der sagt, hey, komm, wir können doch mal nach den Sommerferien vielleicht ein Tier adoptieren. Und das wäre so unser Wunsch, klar. Das Tierheim kann nur noch Tierfunde aufnehmen. Abgaben sind derzeit nicht möglich. Die Hoffnung auf ein neues Tierheim bleibt bestehen, um die Tiere artgerecht zu halten. Spenden für Tierarztkosten sind dringend nötig. Ehrenamtliche Arbeit und Sachspenden, wie Kuchen für das Sommerfest, helfen ebenfalls. Also finanzielle Spenden brauchen wir immer. Man kann natürlich auch Futterspenden vorbeibringen, Decken vorbeibringen, Katzenspielzeug vorbeibringen. Wir können ehrenamtliche Hilfe brauchen wir halt dringend. In der Tierpflege am Wochenende sind wir halt immer unterbesetzt, da brauchen wir die ganz dringend. Und halt auch Spaziergänge, kann man gerne bei uns werden. Wenige Tiere finden ein neues Zuhause, während der Zustrom hoch bleibt. Einige Tiere sind schon Jahre im Tierheim und Gründe dafür sind Auffälligkeiten, Krankheiten, Alter oder Größe, besonders bei Hunden. Je länger sie bleiben, desto schwieriger wird die Vermittlung, weshalb die Tierpfleger auf baldige Vermittlungen hoffen. Auch das Sommerfest soll dabei helfen, mehr Tieren ein neues Zuhause zu geben. Wir haben gerade im Hundebereich haben wir sehr, sehr viele Tiere, die hier schon seit Jahren teilweise sitzen, aber schnell vermittelt in Anführungsstrichen. Wir wollen ja, dass es ein gutes Zuhause wird. Und da müssen wir natürlich schauen, dass es Leute gibt. Aber wer schafft sich zum Beispiel jetzt hier innerhalb von Duisburg einen Kangal an? Ja, wir haben den Chopper hier sitzen. Seit 2 Jahren sitzt dieser Hund hier. Aber wir finden niemanden, weil es ist kein Hund für eine Mietwohnung. Ja, das heißt, da muss man auch die Umstände müssen dann passen. Das sind Hunde, die uns wirklich auch so an der Seele liegen. Wie gesagt, als Beispiel. Chopper. Als Beispiel Klaus ist ein Schäferhund, der sehr aktiv ist. Ja? Toller Hund, aber da muss man auch aktiv mit ihm was machen. Und da suchen wir natürlich Leute für solche Hunde. Das sind nur 2 Beispiele jetzt. Aber da haben wir noch zig andere von. Aber auch im Katzenbereich, da stagniert es momentan sehr stark. Selbst Katzenwelpen haben wir keine Nachfragen. Also wir wären sehr froh, wenn sich Leute melden würden und auch unsere Katzen adoptieren. Denn wir kommen momentan wirklich in Probleme rein, weil wir einfach nicht mehr wissen, wohin mit den Tieren. Wir haben tolle Tiere hier. Interessenten können das Tierheim besuchen, um das passende Tier zu finden. Beratung steht zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Besitzer und Tier zufrieden sind. Online kann man sich auch zuvor über Tiere wie den Welpen Samu informieren, um erste Entscheidungen zu treffen. Wer jedoch eine Katze adoptieren will, muss beachten, dass viele Katzen aufgrund der Menge nicht gelistet sind. Das Tierschutzzentrum freut sich über jede Hilfe und Adoption.